Leila Lahua, Bachelorette-Sensation nach dem Dschungelcamp? Gerade hat Leila Lahua ihren Aufenthalt im australischen Dschungel gemeistert und sorgte mit dem Liebesverwahr zwischen ihr und Mike Heiter für ziemlich viel Aufsehen. Wird Leila als nächstes ihre Suche nach dem Partner fürs Leben in der Rolle der Bachelorette fortsetzen? Leila Lahua zeigte sich im australischen Dschungelcamp liebeshungrig. Kein Wunder, denn das Reality-Sternchen suchte bereits in der Vergangenheit mehrfach im TV nach der großen Liebe. Nachdem ihr Weg sie erst zum Bachelor führte und dann zu Bachelors in Paradise, wird Leila Lahua nun die neue Bachelorette? Leila Lahua, wird sie die neue Bachelorette? Die Rufe werden immer lauter. Nachdem Leila Lahua bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus, erst mit Mike Heiter anbandelte und dann in der Wiedersehensshow große Ernüchterung aufkam, nachdem der TV-Macho zur alles entscheidenden Frage nur trocken sagte: Wir sind so verblieben, dass wir in Kontakt sind. Gucken wir mal weiter, fordern immer mehr Menschen, dass die 27-Jährige eine eigene Kuppelshow bekommt. RTL postete sogar ein Foto der ehemaligen Dschungelcamp-Bewohnerin und schrieb zum Schnappschuss: Gesucht. Dschungelprinzessin Leila sucht immer noch den Richtigen. Reality-TV-Kollege Lorik Bunyaku kann dem nur zustimmen und kommentiert den Beitrag des Senders mit vielsagenden Worten: Bachelorette 2024, immerhin scheint dieser Vorschlag bei der Community nicht schlecht anzukommen. Der Kommentar bekam mehrere hunderte Likes und auch die Fans kommentieren begeistert: Ja, das wäre wenigstens eine unterhaltsame Staffel, nicht so langweilig wie die letzten 10.000 Bachelorettes, und das wäre so lustig wenigstens. Vielleicht sollten sich die Verantwortlichen beim Sender RTL diesen Vorschlag mal genauer durch den Kopf gehen lassen.